Eine Sternstunde, über die dann selbst die größten Kritiker von Stefan Meyerhofer gesagt haben, und derer soll es ja ein, zwei gegeben haben. Gibt es heute noch. Ja. Naja, um ehrlich zu sein, kicken kann er nicht. Aber wenn ich ehrlich zu mir selber bin, um in der Premier League spielen zu dürfen, wäre ich zuvor rübergegangen nach England. Also später, ne? Später, ja, ich wollte den Namen nicht im Mund nehmen, aber der hat es eh öffentlich gesagt. Also, der Wechsel in die Premier League hat welchen Stellenwert im Rückblick? Einen sehr, sehr großen, weil, wie gesagt, ich habe mir in meiner Karriere immer Ziele gesetzt und die Ziele waren natürlich immer sehr hoch und ich habe die Latte von Mal zu Mal, glaube ich, immer wieder auch für mich selber höher gelegt, weil ich war halt Regionalligaspieler bei Bayern München, der zweiten Mannschaft, und habe einfach gesagt, ich möchte irgendwann mal bei den Profis spielen. Und dann habe ich mir das erfüllt, bin sogar Champions League auf der Bank sitzen bei den Bayern. Und dann war da trotzdem irgendwann das Ziel, obwohl ich schon bei Bayern war, ich möchte irgendwann in der Premier League spielen. Das war mein Ziel. Und wenn du natürlich 20 Monate vorher noch in der Landesliga in Langendorf gekickt hast, zu sagen, du möchtest irgendwann in der Premier League spielen, dann ist das schon sehr weit hergeholt. Aber ich habe halt auf meine Stärken bewusst gehofft auch. Natürlich aufgrund meiner Statur, meiner Größe, ist klar, dass ein gewisser Vorteil auch da ist. Aber auch fußballerisch, glaube ich, habe ich den einen oder anderen Leckerbissen in meiner Karriere auspacken dürfen. Und im Endeffekt habe ich es mir hart erarbeitet, dass ich dann wirklich, ich glaube, der vierte oder fünfte Spieler war, der direkt von der Bundesliga nach England gewechselt ist. Mittlerweile sind ein paar dazugekommen. Aber damals, zu der Zeit, war es natürlich noch seltenheitswert. Erstes Spiel für Wolverhampton gegen Blackburn. Was muss man darüber wissen? Ja, dass wir, glaube ich, relativ schnell zurückgelegen sind, kein gutes Spiel war, 2-0 oder 3-0 zur Halbzeit. Ich bin reinkommen und habe 45 Minuten bekommen und habe dann gleich in meinem ersten Auftritt dort kein schönes Tor gemacht, aber ich habe angeschrieben und das war oder ist in der Premier League auch nicht alltäglich, dass jemand, der in seinem ersten Spiel gleich trifft, ne? Und da darf ich mich auf diese Liste dazuschreiben. Allerdings. Jetzt, der Name Franz Weber ist eh gefallen, jetzt mag ich mich argumentativ draufsetzen auf ihn. Was macht denn diese Kritik, diese These mit dir, wenn du hörst, mal, kicken kann eigentlich nicht? Tut das was mit dir? Ich denke, dass ich aufgrund meiner Größe vielleicht oft ein bisschen botschert ausschaue, aber das Gefühl, was ich in mir trage beim Fußballspielen und den Spaß und die Freude und die Leidenschaft, der der Fußball in mir bewirkt, den das kann mir ja niemand nehmen. Und ich glaube auch, dass ich in meiner Karriere aufgrund meiner Qualitäten auch zu Recht dort war, wo ich dann auch gewesen bin. Und ich glaube, diesen Willen aufzubringen und dann auch immer wieder von eben so Leuten zu hören, der kann es nicht und, es dann trotzdem immer wieder denen auch zu zeigen. Und ich habe doch einige Bundesliga-Spiele, doch auch einige Bundesliga-Tore. Ich habe bei 3 verschiedenen Trainern im Nationalteam auch auflaufen dürfen. Also ein bisschen Qualität bringe ich dann doch mit und das ist ja auch immer eine Sichtweise. Ich meine, wie soll man das jetzt vergleichen? Der eine steht mehr natürlich auf Äpfel und der andere mehr auf Kirschen. Und der andere sagt natürlich, ich mag einen technisch guten Spieler wie ein Messi, ich bin dann vielleicht mehr der Ronaldo-Typen, weil der hat sich das auch alles hart erarbeitet und hart trainiert. Der andere hat dieses Talent, hat aber dann vielleicht, also nicht auf Messi zu sprechen, sondern auf andere Leute, die diese Kritik ausgeübt haben, wenig aus ihrem Talent gemacht. Und ich habe aus relativ wenig Talent sehr viel gemacht. Und deswegen prallt das auch mittlerweile ab, weil ich weiß, wo ich war, ich weiß, was ich erreicht habe und das kann man keiner mehr nehmen. So gesehen habe ich jetzt einen Motivationsschub vorbereitet für dich. Jetzt komm, es hilft ja nichts. Werner, du kannst es ruhig liegen lassen, weil ich muss sowieso weggehen. Wir müssen eher einen Cut machen, einen schnellen. Jetzt kommen wir zum für mich unangenehmsten Teil im ganzen Gespräch. Irgendwas hat kommen müssen. Aber immerhin sind wir jetzt eh schon relativ weit. Also selbst wenn du mich jetzt mit nassen Fetzen davon jagst, dann haben wir zumindest schon ein bisschen Material, das wir verwenden können. Ich habe, das ist wirklich, wirklich nur als Hommage gedacht, falls du jetzt irgendwas missinterpretierbar ist, was Musikalisches vorbereitet für dich. Es kann nur gut werden. So ähnlich wie, weiß nicht, wenn Sie es gesehen haben, zuletzt für Peter Backholt, der hat das auch mit Humor genommen. Also alles, was kommt, ist wirklich nur als Ehrerbietung gedacht. Ich hoffe auf den Sportsmann Stefan Meyerhofer. Alles gut, dass ich noch einen eigenen Song bekomme von meinem 40. Geburtstag. Vielen Dank. So, wir müssen nur deswegen einen Cut machen, weil ich die Gitarre holen muss und weil ich meinen Textzettel hernehmen muss. Ich habe einen Text geschrieben, ich weiß den allerdings nicht auswendig. Kurzer Cut, so gut ist er. Ich bin gleich wieder da.
So, wir haben alles aufgebaut. Der Puls ist in entsprechende Höhen gerast. Ich bin eh fluchtbereit. Sollte jetzt irgendwie was schief gehen, dann wirkt mir jetzt nicht so wahnsinnig entspannt. Also, ich mag es prophylaktisch noch einmal dazu gesagt haben. Fühl dich bitte geehrt. Alles gut. Ich bin jetzt im Prinzip Satiriker. Das ist ja sehr en vogue. Jeder, der unfallfrei einen Witz erzählen kann, ist heutzutage Satiriker. Insofern bin ich jetzt auch Satiriker. Ein schnelles Dankeschön und einen Gruß an den Kollegen Franz Holloff. Der hat mir nämlich die Idee gegeben und hat gesagt, wenn du schon beim Major bist, dann nimmt euch als Grundlage, als musikalische die Melodie von Major Tom und mach einen Major Steve daraus. Top. Das habe ich versucht. Lieber Stefan. Die Seite ist auch gleich gerissen. Absolut. Danke, dass du mir sagst. Das will ich nur gleich entschuldigend erwähnen, falls das irgendwie schlecht klingen mag. Liegt es natürlich überhaupt nicht an mir und an meinen Fähigkeiten, sondern wirklich am Umstand, dass vorher, als ich die Gitarre ausgepackt habe, die allerletzte, die E-Seite gerissen ist. Da können Sie es sehen. Es geht trotzdem, wenn du nicht am Text. Geht um. Du sei bitte nicht, oder werte das bitte nicht als Unhöflichkeit, dass ich da nicht in die Augen schauen kann. Alles gut. Ich hätte schon die Cojones dazu, aber ich muss mich wirklich auf den Text konzentrieren. Ich spiele es ja ein bisschen langsamer, damit ich mich selbst nicht überhole. So, da haben wir was. Los geht's. Leichtfüßig und schnell. Flink wie ein Wiesel, geschmeidig und blinzell. Cool wie Vin Diesel, das Ballgefühl stets mit. Dabei im Koffer, so cool war bei Rapid. Einst Jimmy Hoffa und dann gab's Major Steve. Der lief jetzt im Gewand, im äußerst schicken, doch wenige im Land tun schlechter kicken, ein rotes Tuch dennoch für Abwehrrecken, denn Major hatte stets Kanten und Ecken und Kraft wie ein Schiff. Doch kam er an den Ball, war er völlig einfallslos auf dieser Erde. Genauso planlos wie groß, ab Technik wie Pferde. Völlig losgelöst von jeder Lehre, stapfte der Major Steve über jeden Platz. Ist das jetzt so der Mitleidsapplaus, weil es nicht anders geht? Oder? Nein, es war wirklich gut. Also es macht Spaß, die du zu hören. Du triffst die Stimmlage immer wieder gut. Vom Text her jetzt noch vielleicht das eine oder andere Tor einbauen können, aber nein, ist in Ordnung, gehört dazu. Der Armin Wolf würde jetzt sagen, ich bin ja jetzt nicht dazu da, um Ihre Erfolge aufzuzählen. Ich muss ja das kritisch alles ein bisschen betrachten. Alles gut. Deswegen. Schuld ist der Franz Weber, weil der sagt, du kannst nicht kicken. Ja, und du hast dich aber hingesetzt und hast dir die Mühe gemacht, deinen eigenen Song zu schreiben. Also, und das wirklich nur als Ehrerbietung, sowas. So danke gemeint. Dafür und ich sehe sie auch mit den Augen zwinkern und wie gesagt, dort wo ich schon war, das kann mir keiner mehr nehmen, von dem her, ich kann ja auch dann drüber lachen, das ist auch in Ordnung. Danke. Alles gut. Danke für deine Coolness, danke für deine Sportlichkeit. So, wir bauen wieder schnell um und dann reden wir weiter. Es gibt ja noch immer einiges Cut zu erzählen, ohne gesangliche Einlage. So, wir bauen um, wir sind gleich wieder zurück. Und da sind wir zurück in der Casa del Major, so hast du es vorher flapsig genannt. So schaut es aus. Sehr fesch, wir haben erfolgreich umgebaut, ich habe alle körperlichen Angriffe schadlos und heil überstanden. Und wir müssen jetzt Zug zum Tor an den Tag legen, weil du hast noch einiges zu tun. Du musst noch Holzarbeiten absolvieren. Ein paar Meter Holz schlichten und unten im wilden Wein schneiden. Also es steht immer was am Programm. Also dann schauen wir, dass wir weiterkommen, damit wir dich nicht noch länger quälen, als es unbedingt aus meiner Sicht zumindest nötig ist. Und wechseln, bildlich gesprochen, gemeinsam jetzt zu Bristol City. Denn dort hat Stefan Mayrhofer ein bis dahin weitgehend ungekanntes Talent offengelegt. Du bist aber ein guter Goalie offenbar. Definitiv. Das war eine lustige Geschichte. Wir haben schon dreimal gewechselt. Ich bin im Spiel selbst erst eingewechselt worden. Torhüter zusammenprallen mit dem gegnerischen Stürmer, Schlüsselbeinbruch, kann immer weiterspielen. Wir, wie gesagt, eben schon gewechselt. Keiner wollte irgendwie ins Tor. Dann habe ich gesagt, komm, gib mir die Handschuhe. Ich stelle mich rein, weil Bälle werde ich eh keine mehr kriegen, muss nur verteidigen. Dann stell lieber hinten drinnen und verteidige das Tor. Ne? Kann ich nur als Spinner vom Platz gehen. Und im Endeffekt war es so, ich habe die Null gehalten, habe zwar jetzt keine Glanzparaden leisten müssen,
aber trotzdem die Null. Wie viele Bälle hast du tatsächlich gespürt? Einen Schuss vielleicht. Die haben immer nur vorbeigeschossen, ich habe ein paar Abschläge rausgehauen. Bei einer Ecke habe ich mir überlegt, wenn die Eckball jetzt richtig gut kommt, weil die gedrückt haben. Ich glaube, das war damals Newcastle oder Nottingham Forest. Die wollten unbedingt aufsteigen. Und wenn ich den Ball fange und raushaue und dann einfach selber loslaufe. Ne? Also ich habe da schon einen anderen Plan gehabt. Ist halt dann leider nicht so weit gekommen. Alle immer gesagt, bitte auf Zeit spielen und lass da Zeit. Und dann haben wir eben das 0-0 drüber gebracht. Alles klar. DFB-Pokalfinalist bist du de facto. Was fällt dir dazu ein? Bin ich, ja. Bin damals von England nach Duisburg verliehen worden, habe ein wirklich tolles Jahr in Duisburg erlebt. Die Fans, das Stadion. Die sich vor kurzem erst wieder erinnert haben, ja, an dich. Richtig, ja. Die Mannschaft, der Trainer Milan Sasic damals, mein ehemaliger Mitspieler, der jetzt Sportdirektor ist, Ivo Grilic. Wir waren schon eine richtig gute Truppe. Leider dann hinten raus haben sich ein paar Ecken von dieser Mannschaft verletzt, unter anderem dann auch ich mit meinem Mittelfußknochenbruch. Und deswegen haben wir dann im Finale, glaube ich, nicht so eine schlagfertige Truppe am Platz gebracht, die dann auch den Weg bis dorthin so geebnet hat, weil es waren dann einfach auch Siege dabei gegen Bundesliga-Vereine wie den 1. FC Köln, Wien gegen Kaiserslautern. Das waren schon auch Highlights in meiner Karriere, da in Köln damals das Tor, daheim gegen Kaiserslautern, dann nachher Cottbus, das Halbfinale, ausverkauftes Haus. Das war schon, die Pokalspiele mit Duisburg waren schon legendär. Damals, glaube ich, 5 Tore oder was gemacht und 1 oder 2 vorbereitet. Dann im Finale leider nicht spielen können, aber trotzdem Berlin ausverkauft. Pokalfinale war schon eine coole Geschichte. So diesen lapidaren Halbsatz von mir, den musst du jetzt bitte in aller Kürze erklären, weil ich gesagt habe, die Duisburg-Fans haben sich vor kurzem erst an dich erinnert. Es gab eine fetzige Choreografie. Du warst Hauptdarsteller. Ja, die haben ein riesen Bild von mir gemacht, Choreografie, und irgendwie so nie den Glauben verlieren, weil ich halt immer auch einer war, der die Mannschaft gepusht hat und auch immer gesagt hat, wir können das und das erreichen. Und das haben wir dann damals in der Saison auch erreicht mit dem Einzug ins Finale. Und die spielen ja halt leider mittlerweile in der dritten Liga, wollen halt unbedingt wieder aufsteigen, es funktioniert nicht so. Da kriege ich, glaube ich, fast täglich Nachrichten, bitte komm zurück, wenn ich laufen bin, lauf weiter nach Duisburg. Also die Fans dort haben mich in sehr, sehr guter Erinnerung. Was ergibt sich noch? Aber du wusstest nicht im Vorfeld, dass diese Choreografie kommen würde? Nein, hat mich niemand kontaktiert, war dann eben selbst auch überrascht und haben viele auch aus dem Stadion Fotos geschickt und geile Geschichte. Ja. War natürlich dann noch dazu gegen meinen letzten Verein, Würzburger Kickers. Ja, tatsächlich. So, wir switchen ins Jahr 2011 und zum Wechsel zum FC Red Bull Salzburg. Den, um das heikle Thema vielleicht gleich jetzt abzuhandeln, nicht alle uneingeschränkt leibend gefunden haben. So ist der Fußball. Ich bin damals in England nicht so glücklich gewesen und wollte dann einfach auch spielen, wollte wieder zum Nationalteam auch zurückkehren und habe dann die Möglichkeit bekommen und habe mich damals der Heinz Hochhauser kontaktiert. Der Trainer Ricardo Moniz wollte mich auch unbedingt, er wollte einen großen, bulligen Stürmer und waren 1,5 schöne Jahre in Salzburg. Sehr erfolgreiche Zeit für mich auch. Vor allem im ersten Jahr haben wir mit dem Double und dann für mich persönlich mit Torschützenkönig und Topscorer. Seither weiß Rainer Pariasek, was ein Topscorer ist. Ja, gut, also beim ORF haben sie den auch bloß gelernt. Ja, Nachhilfe hast du gegeben. Jetzt müssen wir sich jetzt aber auch aufklären. Also Topscorer heißt Top-Torschütze und Top-Vorarbeitleister oder Top-Assistgeber. Genau. Und es war einfach eine richtig schöne Zeit und sehr erfolgreich. Und denke gerne daran zurück und habe natürlich auch immer noch Kontakt nach Salzburg. Dass die Fans dann in Hütteldorf da nicht damit zufrieden waren, ja, war. Und das immer noch nicht sind, offenbar. War klar. Schade. Aber wie gesagt, so ist der Fußball. Und, hast du den Kontakt oder das Gespräch gesucht zur Hütteldorfer Fanszene im Zuge dessen? Oder? Na, mit den einen oder anderen schon. Und die können das ja auch dann auch quasi verstehen, dass dann vielleicht im Stadion ein paar dann Stimmung machen. Ja, ist halt dann auch einfach schade. Aber es hat mich von Rapid nie wieder kontaktiert. Die waren, glaube ich, froh, dass sie mich verkauft haben, Geld mit mir gemacht haben. Und danach hat sie dann nie wieder einen Kontakt gegeben. Und das ist eigentlich auch schade. Aber wie gesagt, so ist der Fußball, alles ist in Ordnung. Lass mal die Causa gerne ruhen und kommen auf eine Causa, die dir jetzt auch nicht reflexartig ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Ich lache noch lache ich. Also, was geschieht denn mit deinen Synapsen, wenn sie akustisch das Schlagwort Düdelingen vernehmen? Ja, unglückliche Geschichte damals gewesen. Ich glaube, ich schlag da über den Ball drüber von 5 oder 6 Metern. Unterm Strich bin ich in der Halbzeit ausgewechselt worden, habe der Mannschaft dann nicht mehr helfen können.
Lustig, in dem Spiel hat dann sogar noch ein Red Bull-Spieler, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, ein Tor gemacht, hat glaubt, das reicht, aber mit der Auswärtstorregel hat es ihm nicht gereicht, der dann ihn gejubelt hat. Es war damals eine zusammengewürfelte Truppe, die noch nicht so funktioniert hat, wie sie dann danach funktioniert hat. Der Roger Schmidt hat auch noch ein bisschen Zeit gebraucht, das war seine erste doch größere Trainerstation nach Paderborn und er hat sich dann in den Jahren danach, glaube ich, zu einem richtigen Top-Trainer entwickelt. Aber in der Zeit, glaube ich, hat noch mehr Ralf Rangnick da seine Machtspiele demonstrieren wollen. Und von dem her habe ich dann eigentlich keine Chance mehr gekriegt. Schade, aber das Spiel Düdelingen für uns selber als Mannschaft hätte so nicht passieren dürfen. Also das ist einfach so, das ist Fakt, da braucht man nicht drüber streiten. Aber man muss denen auch ein Kompliment aussprechen, dass die einfach damals in den zwei Spielen besser waren. Jetzt bist du ja als das Mentalitätsmonster verschrien. Aber wenn so etwas passiert wie Düdelingen, und die Causa war ja Monate danach noch medial präsent, das war ja eine Riesensache, also waren wir natürlich nicht mit unschuldig drauf, dass wir eine große Geschichte daraus gemacht haben. Kannst du dann wirklich am Tag darauf schon wieder sagen, ist geschehen, kann man eh nicht mehr ändern? Oder nagt das dann? Nein, das schon. Nagt natürlich. Und dann bist du froh, wenn natürlich Spiele wieder kommen und du dich dann beweisen kannst und einfach auch wieder zeigen kannst, was du drauf hast. Ne? So ist aber dann auch einfach der Fußball. Das sind diese Erlebnisse, die dann leider auch dazu gehören zu einer Karriere, wo du einfach sagst, es geht nicht immer nur so nach oben, sondern es sind dann einfach auch Spiele dabei und Erlebnisse, die nicht so schön sind. Und da ist es, glaube ich, dann auch wieder entscheidend, als Spieler vorzugehen und zu zeigen, was hat man für einen Charakter und was kann man dann auch danach weiter erreichen. Und ich glaube, dass ich danach in meiner Karriere trotzdem noch dann viele Höhenmomente gehabt habe, wo ich gezeigt habe, okay, was ich drauf habe. Und ich glaube, es haben schon größere Spieler von, weiß nicht, 2-3 Metern das Tor oder das leere Tor sogar nicht getroffen. Und ich habe halt einfach damals über den Ball drüber gehauen. Das war eine Aktion. Wie gesagt, ich habe nur halbzeit gespielt und haben nach anderen dann die Chance gehabt, dass das besser machen. War halt leider auch nicht so der Fall an dem Tag. Ja, extrem bitter gewesen. Alles klar, und nach Salzburg ist ja der Wanderzirkus so richtig losgegangen, mag ich sagen. Ich habe da stehen, Köln, Millwall, Wiener Neustadt, Millwall, Trentin, Mattersburg, Aarau, Tirol, Admira, Würzburg. Wie viel war denn das jetzt? Ja, also stimmt die Reihenfolge? Ja, eine Hand war fast wenig. Ja. Ist sie nicht ausgegangen. Warum diese vielen Wechsel und welche dieser Stationen ist nach deinem Dafürhalten besonders erwähnenswert? Ich denke, den Verein gibt es ja leider jetzt nicht mehr. Mattersburg war eine wirklich sehr erfolgreiche Zeit, weil die damals Stockletzter waren. Ich im Winter hingekommen bin, dann im Frühjahr haben wir nach Red Bull, waren wir eigentlich die zweitbeste Mannschaft, haben eigentlich wirklich sehr, sehr gut performt. Dann das Jahr danach bis ins Pokal-Halbfinale, da hat leider an Red Bull Salzburg gescheitert, im Pappelstadion damals. Aber auch Aarau habe ich dann wieder quasi neu zum Leben erweckt, bin dorthin gekommen, auch letzter 6 Spiele, keinen Punkt gemacht und wir haben es dann ein bisschen in die Barrage geschafft, das sind die Aufstiegsspiele in der Schweiz, wo wir dann auch das Auswärtsspiel 4-0 gewonnen haben, dann daheim 4-0 verloren haben und einem Elfmeterschießen ausgeschieden sind. Also das sind so Sachen, die der Fußball dann einfach auch wieder prägt, ja, wo man dann auch in so ruhigen Momenten, wenn man darüber nachdenkt, einfach sagt, es gibt ja eigentlich gar nicht, was da alles passiert ist. Ne? Und es waren natürlich die einen oder anderen Vereine dabei, wo man dann einfach sagt, warum war er nicht länger dort? Jetzt am Schluss, das mit der Admira, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit Flyalarm, da waren mit Herrschaften, die leider jetzt nicht mehr dort sind, ganz andere Sachen ausgemacht und die Leute, die jetzt dann dort sind, wollen von dem nichts mehr wissen. Das ist schade, aber so ist dann wahrscheinlich auch der Fußball. Ne? Ich blicke trotzdem positiv in die Zukunft, weil ich weiß, was ich kann, weil ich weiß, wie ich als Typ bin. Ich würde gern oder hätte jetzt einfach gern noch ein Jahr Spieler dran gehängt und nächstes Jahr würde ich dann einfach gerne den Pro-Lizenz-Kurs. Da müssen wir noch einen Podcast folgen. Da müssen wir noch einen Podcast machen. Also ich bin da, schauen wir. Nein, so ist der Fußball. Man kann nicht immer alles so planen, wie man das auch möchte. Aber das bringt dann auch immer wieder neue Herausforderungen und Situationen mit sich. Und ich bin über jede Station, wo ich war, dankbar. Auch in Tirol das halbe Jahr oder die paar Monate. Auch mit dem Ausbruch dann von Corona, mit Heimtraining, mit allem drum und dran. War eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe tolle Menschen dort kennenlernen dürfen. Und dafür bin ich auch dankbar. Und im Fußball selbst, ja, war ich halt dann vielleicht der Wandervogel hinten raus, aber wie gesagt, das bringt mir, glaube ich, als Spieler, aber vielleicht auch für meine Zeit dann irgendwann danach als Trainer oder Sportdirektor, was für eine Funktion ich auch dann übernehmen werde oder bekomme die Chance,
dann auch helfen, dass ich einfach dort bei vielen Vereinen war, Einblicke bekommen habe dürfen, wie dort gearbeitet wird, wie man es besser machen könnte, und das möchte ich dann irgendwann hoffentlich weitergeben. Das war ein, das ist definitiv der falsche Ausdruck, aber gemessen an den Erlebnissen in seiner Karriere, wirklich kurzer Abriss der Karriere des Stefan Mayrhofer. Der war übrigens sehr spannend und interessant zu hören. Ich danke für deine Geduld und für deine Ausdauer und für deine Sportlichkeit. Und jetzt ab zum Holzmachen. Danke, dass wir dich so lange quälen haben dürfen. Danke. Du hast den Papa schon grüßen. Die Watschen nehme ich entgegen, dass, wenn du zu spät kommst. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich glaube, es war wirklich was Spannendes dabei. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.